Hallo meine Anhörer und herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Moin. Mal wieder im Facecam. Ui. Ui. Heute sind wieder top. Ich habe keine Ahnung, was. Hey! Geil? Glaub, du hast ein wenig einen Arsch offen da unten. Hammel. Ich glaube. Ah, genau, ich habe gesagt, ich will gucken, wo man den ganzen Stuff herkriegt. Weiß ich jetzt auch. Weiß ich jetzt auch, wo man das herkriegt. Aber ob ich da hin will, ist die andere Frage. Die Antwort ist eigentlich nein. Aber naja. Wie gut beieinander ist das Zeug ja alles nicht mehr, ne? Ich glaube, wir holen uns mal noch mal schnell frische Batterien. Ich glaube, wir packen hier mal überall neue Batterien rein. Nee. Nee. Hier. Nehmen. Ja, gut, eigentlich hätte man nur eine Batterie nehmen müssen, ne? Weil, aber naja. Gut. Sag mal, hat der jetzt gerade geschissen da draußen oder was? Also, du bist ja wirklich widerlich, oder? Bah! Bah! Pfui! Bah! Naja. Motte ist unten. Möttchen ist hier. Haben wir beim Ingo noch was drin gehabt? Ne, Ingo ist leer, oder? Oh lol, Ingo ist noch voll. Wir müssen Ingo noch leer machen. Leute. Welcome aboard, Captain. Wir müssen ja Ingo noch leer machen. Schwupp. Kupfer. Quarz. So. Halt. Die Frage ist jetzt, wo gehen wir jetzt hin? Was haben wir hier noch? Rettungskapsel 300 Meter. Zweiter Offizier Keen. Machen wir, oder? Ich glaube, gelb können wir alles machen, wo wir waren. Dass wir uns hier auch mal ein bisschen auskennen, oder? Dann machen wir die Türkis. Türkis. Ein Ingo lassen wir blau. Die lassen wir blau. Die vermutete die Gazi-Basis, ja. Aber die ist halt auf 500 Meter. Da will ich halt eigentlich echt unter drunter. Ne? Ich glaube, wir schwimmen jetzt mal dahin, wa? War die letzte Folge war ein bisschen scary, ne? War man da nicht irgendwie ein paar Mal ziemlich kurz davor, richtig abzufacken? Schon, oder? Ich glaube schon. Ich glaube ja schon. Und was ich noch glaube, ist eigentlich, dass wir nochmal zur Aurora hinschwimmen müssten. Dass wir fast nochmal zur Aurora hin müssen und da nach ein paar Teilen suchen. Und zwar ans Bug von ihr. Also vorne hin. Wobei ich da aber gar keinen Bock drauf habe. Warum?
Was zur Hölle hat denn jetzt da bitte unser Seemotte so gefickt? Hallo? Geht's noch? Hier ist noch nix. Und hier schwimmt auch nirgendwo toter Fisch. Hä? Weird Champ. Also den muss man jetzt wirklich nicht kapieren, oder? Das ist Salz. Wir brauchen halt dann nach wie vor Sandstein. Dass wir ein bisschen mehr Silber haben, ne? Hier ist ja nichts. Könnte es denn sein, dass hier der Lifepod ist? Sparse Reef. Karges Riff. Ja, warte mal, hier könnte dieser Lifepod sein. Wo man noch diese andere, Ding haben, oder? Datendownloads, Codes und Hinweise. Ein Kilometer südwestlich vom Heck der Aurora auf 200 Meter. Bordfabrikator. Auf 200 Meter. Biodiversity in this region is unusually low. Cause unknown. Bro, der Schatten hat mir gerade ein bisschen Sprache verschlungen. Also ich meine, vom... Vom Ding her könnte es hier schon richtig sein, oder? Aber auf 200 Meter, das heißt, die müsste ja hier irgendwo sein, oder? Die Kapsel. Also der Lifepod. Da ist eine Datenkiste, da ist ein Ding. Und da sehe ich auch Sachen vom Krebs. Nee. Da sehe ich auch Sachen vom Krebs hier. Was ist das? Fahrzeugerweiterungsdose, die haben wir halt schon. Wärmekraftwerk? Ja, okay. Brauchen wir zwar hier nicht. Das wäre dann so ein Ding, wo wir bräuchten, wenn wir unten in der Magma-Ebene eine Base bauen wollen. Oh! Spoiler! Hops! Leck, was geht's denn hier hin? Aber ja. Okay, das ist nichts zum Scannen. Ach, Torpedoarm! Okay, ja, brauchen wir. Ah, einer von zwei, schade. Wärmekraftwerk, ja, haben wir schon fertig. Boah, hey, es ist so geil mit der großen Tauchflasche, ne? 2 Minuten Luft. Boah. Das ist ja so juicy. Also hier ist gerade wirklich, das ist so ein Biom, das halt eigentlich... nicht hübsch ist, aber auch nicht hässlich, aber irgendwie... ja, keine Ahnung. Das sind Rubine. Also, ein Rubin. Lithium? Ja, Lithium nehme ich nicht mit. Aber hier gibt es Rubine. Okay. Ein Gelsack. Oh, wait. Wait. Hat man nicht den Gelsack? Wait a second. Ja, nehmen wir jetzt das Medigon. Hat man den Gelsack? Ja,
richtig aus. Den Geser, glaube ich, hat man für eins von diesem. Hat man das nicht für Polyanilin oder sowas braucht? Ich glaube schon. Was ist das? Das sind Tischkorallen einfach nur. Was ist das? Bioreaktor, ja gut, den haben wir schon. Geosack, nehmen wir jetzt einfach alles mal mit. Oh. Da haben wir wieder so einen Kollegen. Aber das können wir nicht mehr scannen, das kennen wir ja schon. Okay. Aber hier war ein Rubin noch. Kommt jetzt auch mega viel Sandstein. Quarz, okay. Gucken, ob wir hier noch irgendwo einen Rubin sehen. Ich sehe. Ja, 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 da ist noch einer. Und jetzt sollten wir Gas geben. Kein Bock, dass wir absaffen, ja, aber es ist so schön, so lange unter Wasser bleiben zu können jetzt mittlerweile, ne? Also holy crap. Ich glaube, wir speichern auch mal ein bisschen. So. Achso, hä? Okay, wir brauchen halt ewig, dass wir wieder aufgeladen sind halt. Das ist halt so irgendwie so jetzt so ein Biom, das einen irgendwie so in Sicherheit liegt. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob hier nicht doch auf einmal... Ja, wobei, hier wird kein Reaper rumschwimmen, weil den wird man ja hören. Oder? So ein Reaper Leviathan darf man ja hören, wenn der hier irgendwo rumömmeln wird. Ich meine, das, was man da die ganze Zeit hört, das ist halt einfach ein Riffrücken. Der Reefback. Okay, da müssen wir das dann auch noch hoch. Und jetzt schaue ich erstmal hier rein. Weil hier war doch... Guck mal. Was denn bitte? Nix. Bitte. Ein Energiezellen, Leute, das haben wir schon. Schupp. Na, guck mal. Genau, was ich dachte. Drei. Drei. Machen wir auf. Achso, ich habe nichts mehr zu trinken. Hier, scheiße. So, machen wir auf den Scheiß. Oh, was haben wir hier? Verstärkter Taucheranzug. Ah, den haben wir auch schon. Oh man. Lichtstaub haben wir schon. Wir haben ja alles schon fertig, oder? Wir sind ja übel krass dabei, hä? Okay. Da sind wir sogar schon wieder voll. Hier ist wieder die Tanja, oder? So. Station, ich sag mal alles schon. Ich lasse ja auch mal noch mal ein paar bisschen Titan wieder fallen. Ich meine, den ganzen Scheiß brauchen wir halt nicht. So, hier geht's raus. Okay, aber hier waren wir noch nicht. Wärmekraftwerk wieder. Nichts. Krebstorpedoarm und was zum Aufschweißen. Gut, dann haben wir jetzt aber mal die Motte schnell hier zum Aufschweißen. Da müssen wir hin. Das ist nicht die Motte. So, Ingo. Boah, ich meine, es ist halt in dem Spiel schon echt so auch dunkel, ne? Aber in der Nacht ist ja einfach nur krank. So, ich brauche jetzt dann auf jeden Fall was zu trinken, verdammt. Auch in-game.
Auch in-game. Brauchen wir mal was zum Trinken. Ich würde jetzt mal bei der Motte. Dann machen wir jetzt einmal. Alter. Einmal komplett mit Titan. Super Plan. Nein. Dann da. Was haben wir hier Schönes? Zyklop Feuerlöschanlage. Kleiner Probenbehälter. Energieladezellenstation. Ja, okay, haben wir zwar schon. Mikroskop. Energiezellenladestation. Das haben wir halt alles schon, verdammt. Aber. Oh, Mom. Nee, da geht's nicht weiter, ne? Nee. Na gut. Oh, was ist das? Probenanalysator, nicht funktionsfähig. Scheiße, wir wollen nehmen wir mit. Okay. Boah, ich fühle mich nachts hier echt nicht wohl, ne? Bro. Man sieht halt nichts. Also legit gar nichts. Ja gut, wir können jetzt da mal schnell runterschwimmen und nach Rubin. Da ist auch die Kapsel, also der Lifepod. Aber ich nehme hier das Quarz noch mit. Und da ist noch ein Rubin. Oh geil. Nein! Ist mir halt egal, Leute. Da ist nämlich noch ein Rubin. Jo. So. Warte mal schnell. Ich habe nämlich gerade so eine Vermutung. Ja. Essen. Lol. Oh ja, gut. Da sehe ich jetzt gerade kein Rubin mehr. Gut. Dann. Ab nach unten. Da. Boah, zwei Stück! Okay, der ist ja mittlerweile ja schon ziemlich krank, der Fisch, was? Wieder oh, zwei von diesen Tiger-Dingern. Okay, warte mal, schwimmt hier. Ah, guck. PDA. Rettungskapsel 19. Ah, das ist die. Signal location uploaded to PDA. Integrating new PDA data. Okay. Schon wieder voll. Dann lassen wir jetzt einmal noch Gold fallen. Und dann müssen wir jetzt auch leider nach Hause. Weil halt schon wieder alles voll ist, ne? Was für... Was haben wir denn jetzt schon wieder gefunden? Standorte der fremden Einrichtung. Ja, ja, da ist einmal 800, einmal auf 1200. Eine fremde Daten brauche ich jetzt auch nicht. Überlebende der Aurora, genau. Rettungskapsel 12. Ja, juckt gerade nicht. Aufzeichnung, Sprachaufzeichnung, okay. An die gesamte Situation, wenn Sie das hier lesen, sind Sie gegen meine Fehler und dem. Zum Bock, dass die Rettungskapsel gesendet wird. Ich war gezwungen auszusteigen. Ihre Befehle sind, meine Sicherheit zu ignorieren und zu versuchen, die übermittelten Treffpunktkoordinaten auf die nächste Landmasse zu erreichen. Ich hoffe, sie alle dort zu treffen. Hä? Okay. Keen, hier spricht die Aurora. Bitte komm. 30 Sekunden. Verstanden. Sofort an Bord. Explosion. Captain. Rauschen.
Aber welche Koordinaten haben wir denn jetzt? Aurora Treffpunkt trockenes Land? Hä? Was? Wait, what? Hä? Where the fuck are we? Ach. Lori. Herbe, wir... Cliffhanger!